Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's, ja, wer auch sonst. Und ich. Wir treffen uns hier in Berlin, ich freue mich. Nadja hat mir eine Kette geschenkt, die muss ich euch mal schnell zeigen. Ey, die ist so schön. Ich habe die liebe Judith besucht. Das ist der Lebensbaum. Lebensbaum? Ja, Baum des Lebens. Und ich freue mich schon auf das Video von dir. Ja, das kommt ja jetzt. Ihr seht es ja jetzt. Oh, wir sehen gut aus. Nee, ehrlich, wir sehen gut aus. Ich sehe ein bisschen abgefragt aus, aber ihr wisst ja. Nö. Ich bin auf die Kante. Aber Judith geht's gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also macht euch nicht mehr so eine Sorgen. Und dann... Die Maria? Maria ist auch noch da, aber... Hallo. Sie... Ach so, warte. Warte. Jetzt zeig ich. Ja. Das ist die Maria aus Berlin, die habe ich schon lange, vor langer Zeit mal kennengelernt. Ich hoffe, man hört überhaupt was. Klar, ihr hört uns doch, oder? Oh, ich sehe abgefragt aus. Ach so, ja. So, es regnet aus Kübeln. Wie aus Kübeln. Ich weiß ja nicht, ob man es sieht, aber doch auf der Bank, da sieht man es. Eklig auf einmal und alles fliegt uns ins Gesicht. Aber wir essen trotzdem weiter. Hallo. Hier muss man Mundschutz tragen. Oh, und das Judith. Ja, hier ist Hygiene. Ach, guck mal, wie glänzt du. Siehst du das? Guck mal, kannst du dich spiegeln. Das ist die Fische. Ich auch. Es ist Sommer. Oh, sieht man mein Make-up? Ach, schönes Make-up hast du drauf. Also meins möchte ich jetzt nicht sehen, aber ich das sieht auch schön aus. Nee, guck mal, ich habe nicht mal eine Base drunter. Die Judith sieht sehr frisch aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihr schon so gut geht. Ja, das stimmt. Ein Tag nach der OP. Ja. Oh, ich so, dann wollen wir mal Kobaltwanz. So, ihr habt jetzt gesehen, gestern habe ich die liebe Judith getroffen. Heute ist ein neuer Tag. Ich hatte leider nicht ganz so viel gefilmt und hatte auch nur mein Handy dabei. Deswegen wackelt es wahrscheinlich, hat es ein bisschen gewackelt immer und jetzt vielleicht auch noch. Aber ja, ich wollte euch nur nochmal Tschüss sagen und es war richtig schön bei Judith. Also sie ist ein richtig lieber Mensch, so wie man sie einfach aus ihren Videos auch kennt. Es hat mir richtig super viel Spaß gemacht mit den beiden Mädels einfach gestern. Es war echt schön. Und ja, jetzt ist die Judith wieder zu Hause und ja, ihr ging es ja auch ganz gut soweit. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ihr geht es ein bisschen schlechter. Also ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass wir da rausgehen, Kaffee trinken, weil ich wusste ja, ich besuche sie im Krankenhaus. Es war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, also ich war aufgeregt, weil ja, ich habe sie ja zum ersten Mal gesehen, also zum ersten Mal live gesehen und dann noch gleich halt ins Krankenhaus und so. Aber es war echt wunderschön und ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Ich hoffe, dass ich sie auch ganz bald wiedersehe. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Tag gestern und ja, ich hoffe, euch hat es kurze, knappe Video trotzdem gefallen, aber ich wollte es euch halt zeigen, wenigstens etwas, ne? Und ja, genau, dann sage ich mal, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und bis ganz bald, ihr Süßen. Tschüss!